Ich bin der Herr Polzi. Ich arbeite als Knüpfer in der Erdex in Rodewig. Bei uns im Betrieb laufen ungefähr 80 Webmaschinen und so summiert sich der Kettwechsel ungefähr auf 700 bis 750 im Jahr. Zum erfolgreichen Ketteknüpfen gehört erst einmal Sauberkeit beim Knüpfen selbst, eine gute Knüpfanlage, Gefühl für den Faden. Ja, das Knüpfen hat auch eine bestimmte Herausforderung. Man muss sehr sorgfältig und sauber arbeiten. Beim Aufspannen muss man schauen, dass die Fäden gerade aufgespannt sind, dass keine lockeren Fäden sind. Es muss sehr sauber gearbeitet werden. Das alles hat dann auch Auswirkungen auf den Knüpfprozess selbst, weil die Maschine mit der Fadenlage arbeitet. Und zum Schluss hat es auch unwahrscheinlich positive Auswirkungen, wenn alles wunderbar funktioniert, dass das Reinweben und dann auch die Produktion mit der Maschine reibungslos ist. Ein sauberes Weben hängt auch davon ab, ob die Kette sauber geknüpft ist. Wenn Umlenker zum Beispiel, Fäden, die doppelt geknüpft worden sind, an der Maschine umgelenkt werden müssen, wieder in den Webprozess eingeleitet werden, entstehen Spannungsfäden. Die neue Technologie ist für uns eine große Erleichterung beim Knüpfen. Die Kontrolle über den Knüpfvorgang von der Maschine ist eine große Hilfe für den Knüpfer selbst. Die Wartung und Instandhaltung der neuen Maschine ist viel geringer wie von unserer alten Maschine. Kein Ölbad. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese Knüpfmaschine jetzt haben. Ich knüpfe jetzt seit 30 Jahren. Mit Maschinen, die sehr anspruchsvoll waren. Die Überwachung beim Knüpfen selbst ist eine große Herausforderung. Die TIEPRO übernimmt die Überwachung für den Knüpfer, verhindert dadurch Fehler und es ist ein sehr entspanntes Knüpfen. Das ist eben das Schöne an der Maschine. Wir haben jetzt auch Kollegen, die umlernen auf Knüpfer und für die ist es eine Erleichterung, weil die Maschine ja auch Fehler sieht und den Knüpfer mitteilt. So kann der Neuknüpfer darauf reagieren und Probleme oder Fehler, die dann auftreten und beim Weben selbst dann große Probleme machen, sind damit eigentlich vermieden. Die TIEPRO mit ihrer neuen Technologie, die Überwachung, die Elektronik ist eine große Hilfe und bringt natürlich den ganz großen Vorteil, dass der Knüpfprozess oder das Ergebnis des Knüpfens dann viel hervorragender ist.